Omens Vogel vor der Haustür. Toter Vogel am Boden, im Haus, im Wasser. Warum Menschen keine Vögel sind Zeichen. 28. August 2019. Seit jeher wird der Vogel mit einem Boten in Verbindung gebracht, der eine Person vor bevorstehenden Ereignissen warnt. Kein Wunder, dass die Vögel auf der Fensterbank feststellen mussten, setz dich zu den Gästen, flieg zu den Nachrichten. Wenn die Vögel zusammen abhoben, glaubte man, dass die Besitzer in naher Zukunft mit Neuigkeiten rechnen sollten, wenn sie sitzen blieben, sollten sie sich auf die Ankunft der Gäste vorbereiten. Viele Anzeichen und Überzeugungen unter den Menschen sind mit einem Treffen mit einem toten Vogel verbunden. Das Zeichen, toter Vogel, weist auf Schwierigkeiten und Schwierigkeiten hin, aber glücklicherweise nicht in allen Fällen. Insbesondere wollte er das Orakel auf der Suche nach dem späten schwarzen Vogel auf seiner Veranda interpretieren. Der Neugierigste unter uns, der die hellsten Gaben der Erleuchtung findet. Die Interpretation von Orakeln in Hauptversammlungen in unserem Leben ist einfacher, wenn wir alle Fakten sammeln. Eine symbolische Interpretation kann wie das Lösen eines Rätsels sein, wir beobachten, wir suchen nach Hinweisen, wir reflektieren, wir experimentieren, vergleichen. Je unorthodoxer und ausdauernder wir uns in unseren Studien befinden, desto tiefer sind unsere Offenbarungen. Auf der Suche nach Hinweisen können wir einige dieser Faktoren untersuchen. Eine bestimmte Vogelart, Wetterbedingungen, was geschah zum Zeitpunkt der Entdeckung. All diese kleinen Details nehmen Gestalt an, um Ihnen eine Geschichte zu erzählen. Ja, ich wollte. Dann können Sie diese Geschichte als Vorlage auf Ihre Lebenssituation setzen. Dies ermöglicht es Ihnen, Muster in Ihren Lebensereignissen gegen das Muster dieses Orakels zu sehen. Lebloser Vogel, ein Zeichen von Traurigkeit und Traurigkeit. Esoteriker argumentieren, dass die Begegnung mit einem toten Vogel Ärger bereitet. Das einzige Problem in dieser Situation ist, dass diese Widrigkeiten nicht die Familie betreffen, sondern sich auf Freunde oder Beziehungen bei der Arbeit beziehen können. Oder Nachbarn. Es gibt einige Unterschiede in diesen Zeichen, die sich darauf beziehen, welche Art von Vogel eine Person tot gesehen hat. Zum Beispiel verspricht eine tote Taube eine schnelle traurige Nachricht oder eine Nachricht von einer schweren Krankheit eines älteren Menschen, vielleicht nicht eines Verwandten, sondern eines guten Freundes. Eine tote Meise kann wiederum vor der Krankheit eines Familienmitglieds warnen, vor möglichen Problemen im Haus. Ein Anzeichen für die bevorstehende Verschlechterung des materiellen Zustands wird als Zusammentreffen mit einem toten Spatzen angesehen, daher sollte es in naher Zukunft alle Kosten und Ausgaben radikal in Richtung der Wirtschaft revidieren. Letztendlich können nur Sie die Interpretation Ihres Orakels bestimmen, weil es zu Ihnen und nur zu Ihnen kam. Wenn Sie beispielsweise sicher sind, dass es sich um einen schwarzen Vogel auf Ihrer Veranda handelt, symbolisiert dies Ihre Fähigkeit, Ihre Stimme in einer Menschenmenge zu finden. Schwarze Vögel sind Singvögel und symbolisieren daher Kreativität, Stimme und Ausdruck. Die Elster. Wenn Ihr Vogel eine Krähe oder eine Elster ist, haben wir es mit Symbolen von Geheimnissen und Geheimnissen zu tun. Habe ich gefunden. Vielleicht haben Sie eine Menge Informationen erhalten, die bei Ihnen und nur bei Ihnen bleiben sollten. Vielleicht haben Sie mit diesem Geheimnis zu kämpfen. Wenn Ihr Vogel ein Rabe ist, was eines der Symbole der amerikanischen Ureinwohner ist, könnte dies eine Botschaft sein, dass der Bereich Ihres geistigen Königreichs zu Ende geht und der andere Anfang am Horizont steht. Ich hab nur lebende Raben. Die Botschaft hier lautet, mach dich bereit, weil die Veränderungen in deiner spirituellen Perspektive sehr intensiv sein können. Ein unfairer Vorwurf der Verleumdung oder des Meineids erwartet jemanden, der plötzlich die tote Elster trifft. Haha. In diesem Fall sollten Sie Ihre Kontakte streng überwachen und darauf vorbereitet sein, dass in naher Zukunft jemand Anschuldigungen wegen Unwahrheit und Lüge vorbringt.
Das ist ja wohl der Knaller. Die Anhänger spiritueller Praktiken argumentieren gleichzeitig, dass Unglück und Unglück bei Begegnung mit einem unbelebten Vogel von sich selbst beseitigt werden können. Sie müssen nur über beide Schultern spucken, um die negativen Konsequenzen eines solchen Meetings zu neutralisieren. Auch hier ist es wichtig, den Standort zu berücksichtigen. Was du auf deiner Veranda gefunden hast, mag scheinen. Externe Auftritte Vorbereitung für das Unternehmen. Angenommen, Ihre Veranda hat eine Tür, ist dies ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt. Türen sind ein Symbol für den Anfang, aber auch für Entdeckungen, Rennen, Schlösser. Denken Sie daran, wenn Sie verschiedene Symbole des Aussehens dieses Vogels auf Ihre eigene Lebenssituation anwenden. Im einfachsten Fall kann Ihr schwarzer Vogel ein Orakel des Gleichgewichts zwischen Ende und Anfang sein. Oder es kann auch die Notwendigkeit einer Erdung anzeigen. Vögel sind Lufttiere und beschäftigen sich mit höheren Gedanken. Ihr Vogel ist gelandet, und dies kann ein Zeichen dafür sein, dass Sie Ihre Gedanken rechtfertigen oder ein wenig praktischer werden müssen. Toter Vogel vor der Haustür. Es wird als sehr schlechtes Omen angesehen, wenn sich ein toter Vogel auf der Schwelle des Hauses neben der Tür befindet. Ein besonders starkes Negativ ergibt sich aus einem solchen Befund, wenn der Vogel keinen Kopf hat. Esoteriker glauben, dass ein Vogel nicht von alleine sterben kann, daher kann ein solcher Fund als Folge des magischen Einflusses der schwarzen Magie auf die Bewohner des Hauses angesehen werden. Oder meiner. Es ist dringend notwendig, eine solche Nachbarschaft zu beseitigen. Ohne den toten Vogel zu berühren, wickeln Sie ihn in Papier und verbrennen Sie ihn auf einem freien Grundstück. Töte den Vogel selbst. Sie können sehen, dass die Variablen unendlich sind. Das ist der Grund, warum nur Sie den Orakelcode knacken können, denn die Details beziehen sich auf Ihre eigene Lebenserfahrung. Die Energie der Tiere ist endlos und unglaublich großzügig, wenn wir ihre Sprache lernen wollen. Meditiere, sei ruhig und gelassen, dein schwarzer Vogel wird zu dir kommen, wenn du bereit bist, ihn zu empfangen. Drücken Sie Ihre Dankbarkeit aus, sowohl für Ihre physische Präsenz als Zeichen in Ihrem Leben als auch für Ihre spirituelle Führung. Zu dieser Zeit litt sie an einer der schlimmsten und zerstörerischsten Erkrankungen, der Alzheimer-Krankheit. Schlimmer noch, sie wurde diagnostiziert, als sie erst Ende der 50er Jahre war. 14 Jahre nach der Diagnose verlor meine Mutter im Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit die Flucht vor ihren Folgen. Alte Leute sagen, dass ein Vogel in einem Traum Nachrichten bedeutet. Sein Charakter hängt vom Vogeltyp und der Umgebung seines Aussehens ab. Und warum ein Vogel, warum ist er auf den Straßen des Landes Morpheus zu finden, was will er damit sagen? Dolmetscher stellen sicher, dass die Bedeutung der Nachricht von der Situation um die Vision abhängt. Mal sehen, wie man solch ein trauriges Bild interpretiert. Es gab jedoch etwas sehr Seltsames, das während des Todes meiner Mutter passierte. Eines Morgens saßen wir bei meinem Vater in England im Wohnzimmer, als unser Gespräch plötzlich beendet wurde. Es ist eindeutig von irgendwo draußen. Verwirrt schauten wir zurück und stellten fest, dass eine Amsel gegen das Küchenfenster krachte und auf dem Boden lag. Er wurde offensichtlich beim Aufprall getötet. Gleich am nächsten Tag gingen wir in ein nahegelegenes Pflegeheim, in dem meine Mutter lebte. Zweck: allen Mitarbeitern für ihre jahrelange Hilfe und Fürsorge zu danken. Direkt vor der Haustür befand sich die Anlage. Wir mussten buchstäblich unsere Beine über ihn heben, um in das Gebäude zu gelangen. Ungefähr eine Woche später hatten wir die Beerdigung meiner Mutter und ein paar Tage später war es Zeit, in die USA zurückzukehren. Und wieder war es eine helle Farbe. Natürlich begegnet fast jeder irgendwann in seinem Leben einem toten Vogel. Kleine Probleme werden auf dich fallen, als ob sie eine gefiederte, geflügelte Kreatur ohne Leben sehen würden. Dies ist ein Zeichen für drohende Komplikationen in allen Bereichen. Aber nicht den Mut verlieren.
Probleme werden nicht so schlimm sein, wie Sie vielleicht auf den ersten Blick denken. Es wird keine einzige unlösbare Frage unter Ihnen geben. Ein Vogel im Traum ist ein Zeichen des Glücks. Wenn sie starb, haben Sie einen schweren Fehler gemacht. Jetzt müssen wir die Konsequenzen ziehen. Wenn Sie den gewählten Weg nicht verlassen, überwinden Sie alle Schwierigkeiten und gewinnen Sie. Davon träumt ein toter Vogel, auf dem Boden zu liegen. Vergessen Sie jedoch nicht, sich daran zu erinnern, zu welcher Art der Vogel gehörte. Ein Raubtier mit Flügeln, das von einem Jäger getötet oder aus natürlichen Gründen getötet wurde, erscheint in der Nachtsicht als Symbol des Schutzes vor den Machenschaften der Miss Broadshare. Ihre Bemühungen werden vergebens sein. Wenn Sie eine tote Meise gesehen haben, kommen die Trümmer. Zum Beispiel wird es zu Hause eine Überschwemmung geben, deren Folgen sich in Reparatur... Und alles wäre gut, aber du hattest andere Pläne. Müssen sie bis zu besseren Zeiten verschieben. Der tote Rabe, zur Dummheit, die Uhu, zum Klatschen. Tote Schwalbe, um mit einem geliebten Menschen zu streiten. Alles ist überwindbar. Es ist nur notwendig, Vielleicht war es ein seltsamer Zufall. Allerdings war sich nicht jeder sicher. Raven Meindl ist Kryptozoologe und Paranormal-Researcher. Meine gute Freundin, Raven Meindl, erzählte von diesem seltsamen Zustand, nachdem sie nach Hause zurückgekehrt war und ihr erzählt hatte, was heruntergekommen war. Die Klöster um tote Vögel ändern sich oft, je nachdem, was sie für tot halten. Zum Beispiel kann eine tote Taube Ehekampf und die Notwendigkeit bedeuten, die Ehe zu ändern. Ein toter Singvogel oder ein anderer kleiner Vogel dieses Typs kann große Veränderungen nach Trauer oder Stress bedeuten. Toter Vogel auf dem Wasser. Sie wissen, eine solche Vision zu entschlüsseln, sollte sorgfältig sein. Das hab ich gemacht. Es ist vielfältig. Wenn Sie also einen gefiederten Sommerfliegen im klaren Wasser sehen, gefährden Sie Ihren Ruf. Ein Schritt oder ein Wort wird von feindlichen Menschen missverstanden. Sie werden versuchen, eine ganze Geschichte von einer unbedeutenden Tatsache aus aufzublasen, um Schaden zuzufügen. Wenn in einem Traum der Vogel zum Leben erweckt wird, dann wird nichts von Ihnen kommen. Andernfalls wird empfohlen, die Hilfe eines angesehenen Freundes in Anspruch und vor allem schüchtern zu sein. Träume von einem toten Vogel in klarem Wasser, der Ruf steht auf dem Spiel. Sie müssen vorsichtig sein und sich die Menschen, mit denen Sie im Alltag kommunizieren, genauer ansehen. Schlimmer noch, als eine geflügelte Leiche in schmutzigem Wasser schwamm. Es ist ein Symbol für die Niederlage der Hasser. Leider wird es nicht funktionieren, sich ihren heimtückischen Plänen zu widersetzen. Die Bösewichte werden dieses Mal gewinnen. Verwickle dich nicht in einen unnötigen Kampf und sorge dich nicht. Früher oder später wird sich die Intrige entfalten und ihr guter Name wird wiederhergestellt. Halten Sie sich an die Grundsätze, weichen Sie nicht von der üblichen Bescheidenheit und Gutmütigkeit ab. Nein. Toter Vogel auf dem Wasser. Zu erkennen, ob es sich tatsächlich um Anzeichen und nicht um Zufälle handelt, kann einfach bedeuten, auf Veränderungen im Leben zu achten und möglicherweise die Situation für eine Weile oder sogar für immer umzuleiten oder anzupassen. Sie fügte hinzu, die Amsel im Fenster scheint definitiv ein Bote gewesen. Können Hunde und Katzen infiziert werden? So wie ein Mensch, ein Hund, eine Katze und ein Pferd verschiedene Arten sind, so sind auch Huhn, Ente, Bordeiger und Maus jeweils verschieden. Das Vogelgrippevirus ist nicht für alle Vögel gefährlich. Unter den aktuellen Viren besteht eine besondere Wichtig! Tiere sind nicht mit Viren infiziert, sie können diese aber als sogenannte Vektoren für sich tragen. Gefiederte Leiche im Haus. Dies ist ein schlechtes und gefährliches Zeichen. Familie verspricht er eine Scheidung, alles andere, unangenehme Aufgaben. Jemand in der Familie kann schwer krank sein. Alle mentale Stärke und materielle Anhäufung gehen zu seiner Behandlung. Der Heilungsprozess wird sich für eine lange Zeit hinziehen. Außerdem verspricht der tote Vogel im Haus schwarze Nachrichten aus der Ferne.
Der Tod eines Verwandten oder engen Freundes ist wahrscheinlich. Liebhaber eines solchen Bildes deuten auf Verrat hin. Der Partner wird sich vom Träumer abwenden, Zärtlichkeit verraten, bitter leiden lassen. Das ist ein sehr schlechter Traum. Damit die Vorhersage nicht wahr wird, müssen Sie den Wasserstoff... Das ist die Realität. Lassen Sie sie unangenehme Eindrücke wegwaschen, nehmen Sie jämmerliche Aussichten weg, rät das russische Traumbuch. Der tote Vogel im Haus ist ein Zeichen der Angst und des Unglücks. Versuchen Sie, Ihre Angehörigen aufmerksamer zu behandeln und kümmern Sie sich mehr als sonst um Kinder und ältere Menschen. Sollte man jedoch die Vögel im Garten füttern und was sollte man beachten? Die Studie konzentriert sich auf die Art der Nahrungsversorgung, die auch bei seltenen Vögeln berücksichtigt werden sollte. Hygiene ist immer ein Problem. Aus diesem Grund sind Fütterungsplätze besonders geeignet, wenn Vögel das Futter oder das Reinocknet nicht durchdringen können. Woran erkennt man kranke Tiere? Normalerweise maskieren sich Vögel beim Gehen und zeigen leichte Krankheitssymptome. Wenn Vögel mit dieser hochpathogenen Variante der Vogelgrippe infiziert sind, zeigen sie normalerweise ersticktes Gefieder. Dazu atmen sie mit offenen Schnäbeln schwerer und niesen ein gefangener Vogel. Dieses Bild entsteht, wenn in einigen Lebensbereichen starke Spannungen auftreten. Ein toter Vogel in einem Käfig ist ein Zeichen von Streit, Meinungsverschiedenheiten und anhaltenden Streitereien. Wenn ein Papagei stirbt, sie leiden unter Verleumdung, ein Schwalbenverrat stürzt in eine Depression, ein Pfau, sie bleiben ohne Unterstützung bei der Arbeit, ein Kuckuck, glauben sie an ungenaue Informationen über eine liebe Person. In jedem Fall bleibt es, Dinge zu klären, Ausreden zu machen oder die Schuld zu geben, Beweise zu fordern oder zu liefern. Die Situation wird sich hinziehen, es scheint einfach keinen Ausweg zu geben. Die Grundsätze der Wahrhaftigkeit und der Menschlichkeit sollten eingehalten werden. Es wird einige Zeit vergehen und alles wird wieder auf dem ersten Platz sein, Skandale werden aus dem Ruder laufen, ein Gleichgewicht wird hergestellt. Zeigen Sie dann Aktivität, indem Sie offen und offen mit Ihrem früheren Gegner sprechen. Die Chancen sind wahrscheinlich imaginär. Die Krankheit selbst ist schnell. 1 bis 3 Tage nach der Infektion starben die meisten Vögel. Welche Vorsichtsmaßnahmen werden empfohlen? In normalen Haushalten sollten die üblichen Hygienemaßnahmen, die immer für Geflügel... Das Risiko einer Salmonellose ist... Sie können infizierte Tiere im Ofen... Was ist der Traum einer toten Taube? Dieser... Ihr Tod in einem Traum wird auf 2 Arten wahrgenommen und einerseits weist diese Vision auf Feindseligkeiten in der... Auf der anderen Seite gibt es Meinungsverschiedenheiten. Es ist besonders schlimm, wenn der Liebhaber den Tod dieses Vogels auf den... Warten Sie nicht auf Gegenseitigkeit, sie gab... Leider gibt es nicht... Die tote Taube träumt, was... Versuchen Sie, die Tragödie. Treffen Sie bald eine Frau. Mit ihr werden Sie vergangene. Ist das Virus auch gefährlich für den Menschen? Konjunktivale Reize können. Es gibt nach wie vor keinen einzigen Toten in Europa. Was sollen Fußgänger tun? Grausame und tote Vögel sind als Futter interessant, nicht zuletzt für Fische, die wiederum. Fische infizieren sich nicht. Zu diesem Zweck sollten tote Vögel nicht allein entfernt werden, sondern töte den Vogel selbst. Dieser Traum gilt als einer der ungünstigsten. Wenn Sie eine geflügelte Kreatur erschießen, werden Sie bitterlich über die Konsequenzen Ihrer falschen Entscheidungen weinen. Niemals gemacht.